Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Verschollen. So wird es zumindest vorübergehend heißen oder vielleicht auch auf Dauer. Das wissen wir noch nicht. Wir nennen es jetzt einfach Geschollen. Geschollen. Geschollen ist auch gut. Geschollen, genau. Gescholten. Gescholten. Verschollen. Ja, mit dabei, ihr habt es ja schon gehört, der Herr Cocaine. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde. Und die Frau, die ich nicht zuerst genannt habe, ist die liebe Kyrion. Hallo, ihr Lieben. Was ihr hier vor mir seht, ist ein Homepunkt. Ich habe mal über die Karte einen Homepunkt gesetzt. Grund ist derer, wir haben auch schon ein paar Kisten mal hier hingestellt, wo wir so ein bisschen, die ist noch leer, da haben wir den ganzen Kram, den wir so unterwegs gesammelt haben, bisher einfach mal abgeladen, weil wir wollen mit euch jetzt eine Höhlenerkundungstour machen. Wir haben nämlich festgestellt, hier hinten, das zeige ich mal ganz kurz, ist eine viel schönere Aussicht für eine Plattform. Hier raus. Da sieht man den See und hier geht es ziemlich tief runter. Wir wollen uns praktisch hier so über die Klippen bauen, dass man so eine richtig schöne Aussicht hat. Aber um diese Plattform zu bauen, haben wir hier angefangen, schon mal ein paar Blätter rauszuzimmern. Dann haben wir festgestellt, wir brauchen eine Menge Holz. Und um jetzt nicht hier diese Büsche und diese Blätter sinnlos wegzuhacken, die wollen wir weiterverwenden, damit wir das wieder schön in die Natur integrieren, brauchen wir eine Schere. Was brauchen wir für eine Schere? Wir brauchen Metall, Erze. Die haben wir noch nicht. Deswegen machen wir mit euch jetzt eine Höhlentour. Also ihr habt nicht viel verpasst, ein paar Kisten, einen Wegpunkt und wir legen los. Und ich bin schon fort. Hast du das mitgekriegt, Herr Cocaine? Was denn? Da hinten, die Frau ist schon wieder vorgerannt. Ach, die Frau ist auch mit dabei. Oh, ja, 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 ja. Nee. War ja gar nichts von mit. Da ist eine Mu, da ist eine Mu, da ist eine Kuh und eine Mu, eine Kuh. Hast du dich einfach runtergestürzt? Geht das eigentlich? Könnte ich mich nicht hier ins Wasser? Oh, das wäre jetzt natürlich ein Spaß gewesen, hätte ich mich jetzt hier umgebracht. Uup. So. Ich glaube, da geht's schon in eine Höhle. Das ist doch schon mal super, da freust du dich schon drauf, oder? Mhm, wie jeck. Und ein Apfel liegt hier rum, das ist ja cool, den hole ich mir jetzt, den Apfel. Ich höre das Wasser plätschern. Bring. Hab ich den Apfel jetzt eingesammelt? Ich habe den Apfel eingesammelt. Also ich finde den Dschungel ja echt klasse, das ist ja wirklich Dschungel en masse. Hier gehen mir die Frames total in den Keller an der Stelle. Ja, bei mir auch gerade. Vielleicht, weil er die Welt aufbaut? Wartet halt mal einen Moment, bleibt mal stehen. Ja, ich hatte gerade 0, jetzt habe ich wieder 31, jetzt geht's wieder. Nehmt ihr auch alle noch auf? Ja, wir hatten da ja schon Probleme in der Vergangenheit. Ja, es tut mir leid. Oh, hier ist Ton. Hier unten ist Ton. Sollen wir mitnehmen? Ach so, ja, nimm mal mit. Nee, können wir auf dem Rückweg holen oder später, weil wir wollen ja in die Höhle. Richtig, das ist unsere Mission für diese Folge, eine Höhlenerkundungstour. Wir müssen nur ein bisschen langsam machen. Also wenn ihr merkt, dass die Frames runtergehen, sollten wir mal kurz warten. Nicht, dass irgendwelche Unglücke passieren und dann irgendwelche Aufnahmen abbrechen und... Oh, Tintenfisch, den lasse ich leben. Also hier ist... Kuckelig. Der Mercocaine ist gerade eine Kuh ins Schwert gelaufen. Ja, also nein, du hast meine Kuh getötet. Ja. Ja. Warum auch nicht? Es gibt Steaks. Die brauchen wir. Hier ist doch. Ich höre noch einen. Hier ist noch irgendwo eine Kuh. Bist du hier hochgekommen? Das ist keine Höhle. Nee, das ist eine Pseudo-Höhle. Das tut nur so. Aber ich habe hier eine Höhle gehört unten drunter. Ich habe tatsächlich keine Frames. Egal, ob ich auch stehen bleibe oder nicht. Bei mir gehen die Frames total runter gerade. Ja. Also jetzt, wo ich hier stehe, auch. Was ist hier los? Liegt am Dschungel, hundertprozentig. Ja, das ist das Dschungelbiom. Ich muss was essen. So. Da oben ging's aber noch, gell? Da oben ging's, ja. Wollen wir uns dann hier... kommt er an die Grenzen gerade irgendwie. Ja, komisch. Lass uns mal einen Moment warten. Warte mal, wie war das? Vor allem, das schwankt auch so. Was ist denn da los? Bei dir auch? Ja, ja, bei mir auch. Zwischen 20 und wenn ich jetzt ein Stück weitergehe, ist wieder alles tutti. Drückt mal F3 und gleichzeitig A. F3 und gleichzeitig F3 A. F3 und A? Und jetzt? Hilft manchmal, weil der dann die Chunks neu lädt. Also mir ist da gar nichts passiert mit F3 und gleichzeitig A. Hi? Doch, bei mir schon. Ja, dann lädt er die Chunks neu. Ich hab die Dinge... F3 festhalten und A drücken oder was? Ja, ja. Ah... Ah ja. Mir zumindest gerade 2 Frames wieder. Ja, nee, es ist auf jeden Fall besser geworden, ja. Alles klar, wusste ich auch noch nicht. Tut mir leid, Kuh, aber jetzt habe ich dich getötet. Es nimmt auch noch jeder auf. Ja, ja. Ja, meine Aufnahme läuft doch. Tut mir leid, ich bin ein Noob. Nein, 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 nein. Das ist einfach neue Aufnahmetechnik. Ja, hier baut sich die Welt auch gerade auf. Also ich sehe das auch im Hintergrund. Mhm.
Hier ist eine Höhle drunter, ich höre sie. Wo, bei dir? Dann kommen wir mal zurück. Wenn du da eine Höhle hörst. Ich habe hier so ein Höhlengeräusch gehabt, ihr nicht? Naja, zumindest nicht. Ich habe ein anderes Soundpack drauf, deswegen hört sich das bei mir anders an. Aber eine Höhle müsst ihr trotzdem genauso hören, oder? Nee. Also, dann müsst ihr einen Hinweis für eine Höhle kriegen, meine ich. Nee, das funktioniert ein bisschen anders. Glaube ich. Was denn, explodiert da was oder wie? Nee, hier das Soundpack hat ganz anderes Sound. Keine Ahnung, ich baue mich jetzt hier einfach runter. Was soll denn der Geiz? Wir kriegen Steine. Und ich habe hier nochmal ein paar weniger Frames. Also bei mir geht's jetzt. Bitte los, Mensch, wieso ruckelt denn das so? Das ist der Inselgott. Der mag nicht, dass wir hier sind. Ja, aber jetzt habe ich wieder. Jetzt geht's eigentlich wieder. Der ehemalige Inselgott meinst du ja? Aber ich höre ja nichts. Willst du dich wirklich in die Erde bauen? Oh, scheißegal, wo wir uns reinbauen, oder? Ja, mein Plan war es ja gewesen, um Erze zu suchen, eine fertige Höhle zu finden. Ja, haben wir jetzt keinen. Ich habe jetzt keinen Bock zu suchen. Ich gehe jetzt hier runter. Irgendwann kommt schon eine Höhle. Merkst du es ja, Cocaine? Das waren meine Sorgen, ihn gestrandet. Komm, wir zimmern sie einfach ein, mauern sie ein und dann ist es, haben wir hier verschollen in der Erde. Ich komme wieder und die Rache wird gemein sein. Du willst jetzt hier echt nach unten gehen. Ich merke das schon. Ja. Wir haben, glaube ich, nicht genügend Fackeln, oder? Wir machen welche. Ich habe, Ich habe 25 Fackeln. Na gut, das ist ja immer. Ich habe Stickies mitgenommen. Nee, habe ich nicht mitgenommen. Doch, ich habe Stickies mitgenommen. Nach unten. Stickies, ich gucke euch zu. Und Kohle, ja genau. Du setzt Fackeln. Aber ich habe hier kein Höhlengeräusch. Da ist aber Eisen. Das ist schon mal. Wir haben. Ist schon mal nee, Mission. Gut. Mission. Dings ist doch gut hier. Guck mal, da haben wir doch unsere Schere, oder? Mehr brauchen wir doch nicht für den Anfang. Da können wir schon mal anfangen, da oben zu bauen und dann machen wir die nächste Höhlentour, oder? Genau. Da müssen wir nicht hier die ganze Folge uns in die Erde buddeln. Außerdem haben wir da oben. Da ist ein Enderman. Hast du gehört? Ich habe nicht. Ich habe einen Enderman gehört. Ich habe irgendwas knacken gehört. Wie soll es wird einen Apfel beißen, ja? Willst du mir dein Eisen mitgeben? Oder willst du mit und kommen? Kommst du mit? Da ist der Andy. Warte. Hört mir nicht zu, gell? Nein. Aber hier hinten habe ich wieder Frames. Ja. Ach, ich habe die falsche Taste gedrückt. Kommst du mit? Ich komme mit und ich habe kein Eisen eingesammelt. Ich kann dir mein Eisen nicht geben. Cocaine, hast du das? Du musst alles eingesammelt haben. Ich habe ein Eisenerz. Da waren noch drei drin. Ach doch, ich habe vier, okay. Hier ist ein kleiner Höhlendroll unterwegs, oder? Das habe ich auch so im Gefühl, ja. So. Ich habe es nicht gesehen. Wieder zurück ins Land der Frames. Ja. So. Wir müssen unbedingt den Weg optimieren. Das machen wir dann später. Aber wir sollten nicht in die verbotene Zone gehen. Was ist denn die verbotene Zone? Na, hier, wo die Frames fehlen. Ja, ja, okay. Warte, da müssen wir uns einen Punkt setzen, verbotene Zone. Ich habe mal kurz meine. Die Aufnahme läuft auch noch bei jedem, nur so als Hinweis. Ja, die läuft noch. Sehr gut. Jetzt gut. So, 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 so. Muss ich ja sagen, also bei mir ist eine Aufnahme irgendwie noch eigentlich nie abgekackt. Ja, bei mir passiert es ständig. Ich weiß nicht, naja, höchstens das Spiel mal abstürzt, das könnte passieren. So. Und wo lang? Immer Cocaine hinterher, der macht das schon. Home, 117 Meter. Wenn du durch die Linse läufst, sehe ich aber nicht, wo ich langlaufe. Ja, Entschuldigung, du bist mir durch die Linse gelaufen. Mein Freund. Nein. Und du mir ein Schwert. Wenn du sagst, und du mir in die Fackel. Cocaine hinterher und ich dich dann im Bild habe, dann bist du mir in die Linse gelaufen. So. Ja. Oh, ich bin abgestürzt. Oh. Karma. Ich wollte Karma, genau, ja. So, ich gehe oben rum. Kämpf mich einfach mal durch hier. Also wir müssen unbedingt den Weg optimieren, falls wir in diese Richtung nochmal einen Ausflug machen sollten. Ja, ich finde generell Reisen durch den Dschungel finde ich ätzend. Nie gern gemacht. Ja, weil man halt auf immer im Dschungel, gell? Man braucht nochmal eine Machete, um sich durchzuarbeiten. So, da sind wir doch schon. Jetzt müssen wir nur noch wieder da hochkommen. Ups. Hoch. So. Da runter. Da komme ich runter, bestimmt. Ach so, können wir irgendwie da rüber? Das ist aber eine Eichen. Sowas haben wir doch gesucht. So. Nein, ich brauche normale Eichenbäume. Okay. Ich fange jetzt nicht an, die riesen Dinger auseinander. Also hast du dich da runtergestürzt? Ins Wasser, ja. Boah, da habe ich ganz kurz mal
Angst gehabt. Ich habe mich verlaufen und Kohle gefunden. Ist das nicht toll? Ja, das ist doch schon mal was. Und es wird dunkel. Das ist noch besonders hübsch. Das finde ich ganz toll, ja. So. Fuck. Oh, nein. Wir gehen außenrum den alten Weg. Den Weg der Ahnen. Bonk. So. Wird schon wieder dunkel. Also diese Tage hier sind auch, die vergehen wie im Flug. Vielleicht sollten wir so einen Lianenstrick dann da irgendwie, wenn wir jetzt eine Schere craften können. Weißt du, dass wir einen Lianenweg nach oben machen oder einen Wasseraufzug oder irgendwas Sicheres. Ah, erstmal grundlegend erstmal eine Hütte aufbauen, ne? Ja. Ja, bin ich auch der Meinung. Muss ich erstmal zu euch finden. So. Am besten außenrum gehen. Ja, ja, ja. Home sweet home. So, dann gehe ich mal an einen der Öfen und hau mal hier ein Eisen. Ich glaube, es lohnt sich nicht. Da müssen wir warten. Bis ich da bin. Da, ich sehe es schon. 75 Meter noch. Ja. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Was heißt oh, oh, oh? Ich bin den Berg gerade runter. Ja, wir gucken uns jetzt zwischendurch mal den schönen Sternenhimmel an. Ich sehe euch. Da komme ich. Hier, guck hier. Ja, wir sehen dich. So, das Sternenhimmel, stimmt. Sternenhimmel, ja. Hier war doch irgendwo unsere Treppe, oder nicht? Die Treppe ist auf der anderen Seite. Na gut. Wie viel Eisen braucht man für eine Schere? Zwei? Drei. Hä? Drei? Zwei. Zwei. Bake setzen, so wie ein Feuerzeug, nur halt zwei Eisen. Ah ja. Du müsstest außenrum gehen, um hochzukommen. Soll ich zu dir runterkommen, dir den Weg zeigen? Ja. Ich komme. Aber ich bin doch außen rum. Nein. Wo bist denn du? Da bin ich. Guten Tag. Oh. Komm mit. Komm mit. Ja, ich komme. Warte. Huch, ich bin abgestürzt. Mal wieder. Schwierig. Sehr schwierig. Ich bin ein Absturz- und Erschreckkönig. Ich sag's dir. Auf jeden Fall. Ich habe mich eigentlich schon auf eine Höhlentour gefreut. Das wäre nämlich eine Folge voll geworden. Ja, ja. Die Eva hat heute... Heute ist die, ich glaube, bei mir... Minecraft Folge 7 rausgekommen. Und die Arme muss ich wohl total erschreckt haben. Folgst du mir? Ja, ich bin hinter dir. Bist du mir auf den Fersen? Ah, guck mal, hier ist eine Kiste. Hier ist das Schild von dem Verschollenen. Das lassen wir auch schön da liegen. Ja, super. Jetzt sind wir einmal schön rumgelaufen. Ja, das war ja die Idee dahinter. Das habe ich ja gerade gesagt. Du musst außen rum. Naja, außen rum ist bei mir. Ja, okay. Ja. Genau, diskutieren jetzt noch über das Wort außen rum. Jetzt komm! Ich komm doch schon! Vom Winde verweht, sag ich nur. Nee, verschollen, weil du bist ständig verschollen. Planlos im Dschungel nennen wir das Ganze. Ja, Toastbrot. Kann man es auch nennen. Genau. Minecraft, die Toastbrot-Folge. So. Hupf und hupf und hupf und hupf. Soll ich nicht mal ein paar Stufen machen und da so ein paar Stufen hin? Nö, komm mit. Erstmal hier einschmelzen. Du bist schon am Ofen, ja? Ja, klar. Siehst mich nicht? Im rechten Ofen kannst du jetzt dein Eisen reinlegen und ich lege da mal eine Kohle rein. Brauchst du nicht, ich kann auch Kohle reinlegen. Gut. Gleich haben wir eine Schere, dann können wir endlich beginnen mit dem Projekt freie Fläche für ein freies... Genau, und ich lege nochmal Sand in den Ofen. Ja, für Glas. Aber wir machen nur einen Durchguck, oder nicht den ganzen Boden aus Glas, weil das ist ja sonst... Ich würde schon sagen, dass wir ein Teil... was natürlich auch eine gute Idee wäre, wenn wir sozusagen ein Stück Boden aus Glas und dann die Wand auch aus Glas hochbauen. Weißt du, wie ich das meine? Einfach so, dass man die Kante wirklich gucken kann. Glas verbauen? Würde ich auch nicht machen, ist nicht schön. So, ich habe drei Glas Eisen. Nicht so schön. Ich habe drei Eisen, ich bastel uns mal eine Schere. Ja, mir ging es ja halt nur darum, dass wir halt diesen Ausguck auf dem Boden unten haben. Man braucht nur zwei. Dass wir da das Gras sehen und die Bäume und so. Haben wir doch gesagt. Haben wir gesagt, die ganze Zeit zwei. Ah, so. Wie zum Beispiel ein Feuerzeug nur bei. Soll ich zwei Scheren machen? Nee. Ja, mach mal zwei, weil die geht auch relativ schnell kaputt. Dann mach zwei. So, dann, wer will die noch, die andere? Zwei. Okay, der Cocaine-Bolt einer hat gerade hier gerufen. Da ist er, weißt du, so, Moment, dann lass uns mal schnibbeln. Snibble, snibble. Snibble, snibble.
So, in welcher Höhe wollen wir denn? Also ich würde, wo ich hier, hier den Boden schon so weg hatte, so das hier genau. Hier so. Wie machst du das, mit rechts? Oder links? Links. Oh, abgestürzt, egal. Die Lianen nehmen wir auch mit weg, oder was? Ja, die wachsen ja nach. Wenn du eine hängen lässt, dann wachsen die nach. Wenn wir die so oder so mit der Schere abbauen, dann können wir die ersetzen, wie wir wollen. Mhm. Wollen wir Steinziegel so nehmen? Wie Steinziegel für die Plattform oder was? Ja, ich finde Steinziegel schöner als wir müssen noch breiter, oder? Hier drüben ist doch die Wand. Lass uns doch hier auf die Breite der Wand gehen, oder? Genau. Da bin ich sehr mit einverstanden. Dann machen wir den einen Klotz hier noch weg. Oder wollt ihr Holz nehmen? Oh, pass auf. Zombie. Ich würde Holz nehmen. Also Baumhaus ist für mich Holz. Da absolut muss viel Holz drin sein. Absolut bin ich auch dafür. Ja, aber hä? Ich dachte, wir wollten uns in die Schlucht reinbauen. Das wird doch nicht das Baumhaus in die Schlucht. Nein, doch, wir fangen doch hier mit dem Baumhaus an. Hier ein Baumhaus in die Höhe. Wir sind doch in den Bäumen. Wir sind ja im Dschungel, wenn du so willst. Ach so, ja, okay, gut. Ich war immer noch bei der Schlucht, aber na gut. Lassen wir den Baum hier stehen, wird er integriert in einen zweiten Stock? Ja. Den lassen wir stehen. Also die großen Bäume lassen wir stehen. Alles, was so am Grund ist, ist machen wir mal weg, würde ich sagen. Dann mache ich auch hier nochmal ein bisschen breiter, oder? Ja. Dann müssten wir vielleicht den einen. Nee, das ist so schön breit. Geht's hier runter? Nee, den. Können wir trotzdem alles dann wegbauen, setzen wir hier mal Erde rein. Oh, die Schere ist aber sehr effektiv. Also die Entschuldigung, ich muss mich gerade muten. Ich muss so husten. So. Gluck, 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 gluck. Ja, wir sind aber schon wieder beim Ende einer Folge. Es tut uns wirklich leid, da die Folgen täglich kommen, sind sie halt etwas kürzer. Wir werden hier noch ein bisschen weiterbauen, aber das seht ihr dann in der nächsten Folge von Minecraft Verschollen. Macht's gut, bis zum nächsten Teil. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns einen Daumen hoch da. Bis morgen. Auf Wiedersehen. Tschüss, ihr Lieben.